Bei mir hat sich das so geäußert, ich habe nichts mehr getrunken. Ich habe mich nicht mehr getraut, mit Creme einzucremen, weil ich dachte, dass die Creme einzieht und quasi da irgendwie Fett kreiert, was da nicht hingehört. Ich hatte Angst vor der Zahncreme, dass wenn ich mir die Zähne putze, dass auf keinen Fall irgendwie Zahncreme in meinen Hals kommt oder Wasser. Ich strebe halt diesen Kinderkörper an. Ich habe auch eine Zeit lang dann meine Haare verloren. Ich würde dich gerne fragen, ob du das Video mit Josie gesehen hast. Ja. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und heute wird es wieder um Magersucht gehen. Wir haben dieses Thema hier auf diesem Kanal schon mal behandelt, zusammen mit Josie. Vielleicht erinnert ihr euch daran und ihre Eltern waren auch zu Gast. Und ich habe aber das Gefühl, dass das Thema noch nicht durch ist und wir müssen darüber weiterhin sprechen. Und deshalb tun wir das heute. Auch die Warnung natürlich an alle, die zuschauen, wenn euch das zu nahe geht, schaut das Video nicht alleine oder vielleicht auch gar nicht an, es ist überhaupt nicht schlimm. Und ich würde sagen, wir beginnen aber erstmal mit dem Faktencheck. Magersucht ist die am weitesten verbreitete Essstörung in ganz Deutschland. Immer mehr Kinder und Jugendliche erkranken an Essstörungen. Die Zahlen der stationären Krankenhausaufenthalte wegen Magersucht sind im Jahr 2021 um 20% gestiegen. In Deutschland erkranken 1,4% aller Mädchen und Frauen im Laufe ihres Lebens an Magersucht. Und die Magersucht beginnt vor allem im Teenageralter oder im jungen Erwachsenenalter. Freunde, das war's jetzt mit dem Faktencheck. Ich würde euch natürlich bitten, dass ihr respektvoll in den Kommentaren bleibt. Und wenn ihr selber das Gefühl habt, ihr müsst mal mit jemandem sprechen, ihr braucht mal Hilfe, dann sind in der Infobox auf jeden Fall einige Anlaufstellen für euch. Und natürlich, wenn ihr das Gefühl habt, diesen Kanal hier unterstützen zu wollen, dann steht euch das frei, ihn zu aktivieren und die Glocke zu abonnieren. Das unterstützt dieses gesamte Projekt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Und ich würde sagen, wir haben jetzt genug geredet. Wir gehen los und treffen Melanie. Hallo, hallo, hallo. Hi, Leroy. Hallo, Melanie, ich grüße dich. Alles klar soweit? Ja, danke, bei dir auch. Super. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Ja, hi zusammen. Ich bin Melanie, bin 20 Jahre alt, komme aus der Schweiz und ich bin heute hier, um mit Leroy über meine Essstörung, meine Magersucht zu sprechen. Okay, Melanie, wenn es heute irgendwas geben sollte, was dir zu persönlich ist, was dir zu nahe geht, dann sag das bitte. Ich werde dir viele Fragen stellen und du musst aber nichts davon beantworten. Und ich freue mich trotzdem, die Zuschauer auch, wenn wir dich heute kennenlernen. Und wenn du bereit bist, legen wir direkt los. Super. Wie ist es überhaupt für dich zu der Magersucht gekommen? Also kannst du dich noch daran erinnern? Ist das so ein Prozess oder ist das von heute auf morgen passiert? Also es war ein langer, langer Prozess, bis es dann so richtig ausgebrochen ist. Ich glaube, es hat so mit 9 Jahren angefangen, circa. Beziehungsweise es hat schon früher in der Kindheit begonnen. Damals wusste ich halt noch, hatte ich noch keinen Namen dafür. Aber so wirklich geäußert hat sich's dann so mit 13, anfangs 13 und mit 17 seinen Höhepunkt erreicht. Okay, das heißt, ich habe jetzt schon mal so eine Zeitspanne im Kopf. Deine gesamte Jugendzeit über warst du schon magersüchtig. Warum hat das denn begonnen? Hast du da eine Erklärung für? Hast du dir mit 9 Jahren gedacht, Essen ist Kacke? Oder wurdest du magersüchtig? Also viele Menschen denken ja, dass Magersucht eigentlich nur aus Social Media quasi raus, wie soll ich sagen, also begründen es nur mit Social Media. Bei mir war es tatsächlich anders. Es liegt ganz tief in der Kindheit. Ich war circa 4 Jahre alt. Damals, ich hatte eine schwierige Zeit, es ging meiner Mutter überhaupt nicht gut eine Zeit lang. Die Begründung dafür, da muss ich jetzt eher auf meinen Vater zu sprechen kommen. Er hat das alles mitgekriegt und er ist ein hochsensibler Mensch. Wir sind beide hochsensibel. Bei mir ist es auch diagnostiziert tatsächlich und deshalb ihm ging es dann auch nicht gut. Also er ist ein sehr liebesbedürftiger Mensch. Er braucht sehr, sehr viel Liebe von seinem Gegenüber. Mhm. Und das hat er damals aufgrund der Situation nicht bekommen können. Von deiner Mama? Von meiner Mama. Und ich habe das gemerkt. Und das hätte niemand wahrscheinlich damals gedacht, dass ein 4-jähriges Kind sowas mitkriegt. Ach, Kinder kriegen viel mit. Kinder kriegen sehr viel mit. Und eben tatsächlich auch aufgrund dessen, dass ich so hochsensibel bin, habe ich viel mehr mitgekriegt. Ich kann mich bis zu meinem 2. Lebensjahr zurückerinnern. Das ist ganz krass. Und ich bin dann wie in so eine Partnerrolle.
eingestiegen für meinen Papa. Ich habe mir gedacht, okay, wenn er das nicht kriegt, dann gebe ich ihm das. Dann gebe ich ihm diese Zuneigung, diese Liebe. Ich gebe mich voll auf für ihn. Mhm. Guck auf ihn, bin da für ihn, versuche ihn auch so ein bisschen zu therapieren. Genau, das wurde dann so zu meiner Aufgabe. Und ich konnte im Kindergarten überall Kind sein, wo man Kind sein sollte. Aber ich sag immer, sobald ich dann meinen Fuß irgendwie in diese Tür gesetzt habe, nach Hause gekommen bin, wusste ich, okay, jetzt muss ich funktionieren. Jetzt muss ich für meinen Papa da sein. Jetzt muss ich wieder emotional sein. Muss wieder fragen, wie geht's dir? Was kann ich für dich tun? So, das ist halt einfach, und da komme ich bis heute nicht weg von. Ja, ich finde das total spannend, weil ich glaube, dass das vielen Kindern so geht. Ich bin auch gespannt auf die Meinung der Zuschauer, ob sie, vielleicht habt ihr selber sowas schon mal erlebt in eurer Kindheit, dass ihr ja für eure Eltern das Gefühl hattet, etwas übernehmen zu müssen oder plötzlich auch, wo ihr eigentlich noch Kind sein solltet, ja, eine tragende Rolle in eurer Familie innehattet, wenn auch nur auf emotionale Art. Du hast dann etwas versucht zu kompensieren, was natürlich als Kind sehr herausfordernd ist und eigentlich auch nicht deine Aufgabe ist. Aber warum wirst du dann dadurch magersüchtig? Das verstehe ich noch nicht ganz. Ich habe es auch erst vor kurzem wirklich verstanden. Und zwar, ich strebe halt diesen Kinderkörper an. Jetzt, warum strebe ich den Kinderkörper an? Warum kann ich nichts mit meiner Weiblichkeit anfangen? Genau aus diesem Grund, weil ich jetzt, wo die Situation viel besser ist, zu Hause auch alles besser ist, mein Papa kann besser damit umgehen, meine Mama auch, das hat sich alles verbessert. Jetzt habe ich das Gefühl, muss ich meine Kindheit, die mentale Kindheit, die sich im Kopf abspielt, nachholen. Einfach dieses Bedürfnis, das tief in mir drin ist, irgendwie noch wieder stillen kann. Und das projiziert sich irgendwie auf meinen Körper. Also ich habe auch gemerkt in meinem Krankheitsverlauf, je weniger Gewicht ich hatte, desto kindlicher wurde ich, desto weniger Emotion hatte ich im Sinne von, ich musste mich nicht mehr so krass um die Probleme anderer kümmern, sondern ich habe gemerkt, ey, jetzt wird sich mal um mich gekümmert. Es wird sich jetzt mal um mich gesorgt. Ich spüre auch, wenn es mir jetzt nicht gut geht, dann spürt das ein Mensch, ja, der kriegt das mental mit, der kompensiert das mit irgendwas. Bei mir ist es halt so, dass ich es mit dem Abnehmen kompensiere. Also ich kann mich so bestrafen und ich sag auch immer irgendwie, das ist bei mir so eine Gleichung, so ein Kilo Sorgen gleich ein Kilo Gewicht. Das heißt, je mehr Sorgen ich habe, desto mehr habe ich das Gefühl, drückt mich das runter. Ich spüre es regelrecht auf mir und ich muss es loswerden. Und dann nehme ich ab und verliere eigentlich quasi nur mein Körpergewicht, werde total emotionslos, ohne das eigentlich mitzukriegen. Also ich reite mich in eine Krankheit rein, in einen Teufelskreis, aus dem ich selbst nicht mehr rauskomme. Wie war das in der Kindheit? Ist das irgendwem aufgefallen? Viele haben das mitgekriegt. Es gab auch in meiner Jugend solche Sprüche von Freunden wie, oh, bist du magersüchtig? Warum isst du jetzt nichts? Ha, tu doch nicht so und so und solche Sachen, wo ich mir dann dachte, ja, ist halt schwierig, ne? Ja. Hast du dir gedacht, ja, die haben recht, aber ich wollte es irgendwie nicht wahrhaben. Wer das ganz krass mitbekommen hat, dass da was nicht stimmt, das war damals meine Mama und mein Papa, ja, die zwei schon auf jeden Fall. Die haben halt gemerkt, ey, unsere Tochter hat plötzlich Angst vorm Essen. Also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang tatsächlich nur noch Nudeln ohne nix gegessen. Und die haben dann gemerkt, ja, da stimmt was nix nicht. Und ich habe dann auch immer mein Pausenbrot und so nicht gegessen, nix. Ich habe immer nur irgendwie getrunken oder so. Meine Freunde, die haben das halt gemerkt eben. Und das ging dann halt so hinten durch. Ja, die hatten ein Problem und so. Aber ja, es ist halt dann manchmal trotzdem ein bisschen durchgedrungen. Okay. Ich habe auch eine Zeit lang dann meine Haare verloren. Also das war ganz krass. Ich hatte extrem Nahrungsmangel. Sind denn deine Eltern, wo sie dann sowas festgestellt haben und mitbekommen haben, dass du nicht richtig isst, dass du immer leichter wirst, sind sie dann mit dir auch zum Arzt gegangen? Ich bin zum Arzt gegangen, zu diversen Ärzten, auch zu Psychologen dann. Aber es hieß immer, ja, du bist ja immer noch normalgewichtig. So schlimm ist das nicht. Gucken Sie einfach auf Ihre Tochter, gucken Sie, dass die genug isst. Sie müssen halt ein bisschen mehr gucken und ein bisschen mehr dabei sein, vielleicht auch am Tisch dabei sitzen, wenn Ihre Tochter isst. Solche Sachen. Das war für mich schon ein Schlag in die Fresse. So. Das tut mir unfassbar leid und ist aber auch nochmal ein Weckruf für alle Ärzte und Psychologen, die gerade vielleicht zugucken.
Ich bin jetzt keiner von euch, aber ich würde vielleicht eher einmal zu viel an Magersucht denken als einmal zu wenig und einmal zu viel Alarmglocken läuten und Sachen abchecken als einmal zu wenig, weil das kann halt auch schief gehen. Wie sieht das denn oder wie sah das denn bei dir aus mit dem Thema Hunger? Weil ich kenne mich heute sehr gut, ich weiß aber auch, dass ich als Jugendlicher so getickt habe. Mich bringt wenig aus der Ruhe, aber wenn ich lange nichts gegessen habe, dann werde ich zur Diva. Das ist ganz übel und deshalb würde ich dich gern fragen, du hast das irgendwie dir ja zur Challenge gemacht, ja, zu hungern. Das muss doch irgendwelche körperlichen Reaktionen auslösen. Also wenn ich nichts esse, werde ich zum ausgeglichensten Yogi der Welt. Das ist für mich so ein befriedigendes Gefühl und das war schon immer so. Das ist vielleicht noch kurz für die Zuschauer. Es fühlt sich an, als hätte ich zwei Teile in mir. Einmal mich, Melanie, und hier haben wir dann die magersüchtige Seite, die nenne ich Humbrecht, dass ich auch noch ein bisschen darüber lachen kann selbst. Okay. Ne? Dass ich nicht im Selbstmitleid versinke quasi. Und das war dann immer für diesen lieben Humbrecht eine unglaubliche Leistung, wenn ich nichts gegessen habe. Das war dann immer so von, da kam dann so dieses, ja, du hast es geschafft, super. Guck mal, wie gut sich das anfühlt. Jetzt bist du leichter, spürst du es, wie diese Emotionen verfliegen, wie du leichter wirst, wie du keine Probleme mehr hast. Und das habe ich heute noch, wenn ich nichts esse. Das muss ich jetzt tatsächlich dir auch sagen, ich habe heute nichts gefrühstückt. Ich fühle mich super und das ist total traurig und krank. Bei mir ein Hungergefühl. Vielleicht, ja, gibt's das ab und zu. Ab und zu gibt's das, wenn ich viel Sport getrieben habe, mehr als sonst. Ich treibe extrem viel Sport jeden Tag schon. Manchmal treibe ich noch mehr. Dann ja, habe ich schon mal Hunger, ja. Warum machst du denn zusätzlich noch Sport? Also um diese Kalorien, die ich jetzt esse, was ich halt in der Klinik gelernt habe. Ich muss ja wieder essen. Ich muss meinen Körper wieder ein bisschen stärken. Sonst geht's schneller, als du gucken kannst. So das Essen habe ich quasi wieder gelernt. Es heißt nicht direkt, dass wenn eine Magersüchtige isst, dass sie nicht magersüchtig ist. Ich kompensiere das mit dem Laufen gehen. Also ich laufe den ganzen Tag. Ich gönne mir keine Pause. Ich gehe teilweise zu Hause, gehe ich 5-6 Mal raus am Tag, 7 Mal. Manchmal teilt sich das nicht auf verschiedene Etappen auf, sondern ich laufe den ganzen Tag einfach nur. Und dann gucke ich immer auf mein Öhrchen, das natürlich wie eine Fessel für mich ist. Das ist so, ich bin die Sklavin meiner Uhr, weil da steht alles drauf. Kalorien, Schritte. Und die habe ich voll auf dem Schirm. Und die müssen da sein. Wenn ich die nicht erreicht habe, gehe ich halt noch um 12 morgens raus. Okay, krass. Ich finde das echt krass und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Zuschauer sich jetzt gerade fragen, wenn du das doch alles so gut weißt, dass du mehr essen musst, dass du eigentlich so in deiner Verfassung gar nicht diesen Extremsport nötig hast, warum machst du dir dann nicht einen klaren Essensplan und schraubst den Sport ein bisschen runter, sodass du einfach einen Kalorienüberschuss hast, ballerst dir irgendwelche Shakes rein? Man stellt sich das so einfach vor und das ist genau das Problem. Es ist eben nicht so einfach. Menschen, die nicht an Magersucht leiden, die können sich das nicht vorstellen. Das ist so ein Druck, der auf einen lastet. Ich wach jeden Morgen auf und sag, heute ändere ich was. Dann unterhalte ich mich wieder mit meinem Freundchen da oben und dann sagt er, nee, komm, heute nochmal, nimmst du nochmal den fettfreien Käse, kannst ja morgen anfangen, alles gut. Heute bin ich in Supermode, heute kannst du ja dich noch ein bisschen mehr mit mir abgeben wieder mal, heute ist my day irgendwie und ich denke mir dann so, ja, nimm deine Aufmerksamkeit, so take it all, so das. Ja, und dann bist du wieder in den Teufelskreis drin und du merkst es gar nicht. Mhm. Also es ist eine Sucht. Ich würde dich gerne fragen, ob du das Video mit Josie gesehen hast. Ja. Was hat das bei dir ausgelöst? Das ist genau, ja, das ist auch was ich ansprechen wollte. Und zwar, als ich das Video mit Josie gesehen habe, war ich so in meinen krassen Anfängen. Also da ging es direkt, gerade in diesem Moment ging es eigentlich ziemlich bergab. Und ich habe dann das Video gesehen und ich habe mir gedacht irgendwie, wow, das macht mir Angst. Das schreckt mich total ab. Und ich habe ja gemerkt, dass sich
was, also ich war ja da auch gerade irgendwie am Gewicht verlieren und so. Und ich habe das gemerkt, ey, das entwickelt sich in ihre Richtung. Ich merke das. Und den Humbrecht da oben hat das natürlich trotzdem inspiriert. Das muss man einfach sehen. Das war so irgendwie, ich habe mir tatsächlich trotzdem, nicht ich, aber der hat sich wie ein Vorbild daran genommen. Ich möchte auch nicht sagen, dass es schlecht war, dass ihr das Video mit ihr gemacht habt. Es war so, so wichtig. Es war eminent wichtig. Aber es kann niemanden davon abhalten, in diese Krankheit zu rutschen. Es kann dich nicht abhalten. Wenn du schon auf dem Weg rein bist, dann brauchst du psychologische Betreuung. Ein Video, wo du eine Frau siehst, wie damals Josie, die wirklich, wirklich todkrank war, die schreckt dich trotzdem nicht ab. Das heißt, du hast auch keine Angst vor dem Tod? Nein. Nein, ich befinde mich so in einer Situation, wo ich morgens aufwache und mir manchmal denke, ey, ich hätte auch einfach nicht aufwachen müssen. Weil es einfach immer dieser Stress ist, weißt du? Immer dieses jeden Tag das Gleiche und du musst jeden Tag irgendwie dich bewegen und rumrennen und Kalorien zählen. Und es ist so, du kannst dir das nicht vorstellen, wie unglaublich anstrengend das ist. Es ist ja ein Zerstörungsprozess. Ich mache mir alles kaputt. Also als allererstes, das ist wahnsinnig ehrlich von dir. So, dafür danke ich dir erstmal, dass dafür braucht man viel Größe, um das so auch aussprechen zu können. Ich grübel die ganze Zeit, weil ich das einmal schon durchgemacht habe, so jemanden kennenzulernen und dann ne, dieses Video, was ich mit Josie gedreht habe, das hat sie vielleicht von oben gesehen, aber auf Erden hat sie es nie gesehen und sie hätte wahrscheinlich die Frage damals ähnlich beantwortet, dass sie zwar auch schöne Sachen im Leben hat und sie war ein lebensfroher Mensch, aber da gab es auch genau diese Phasen, die du jetzt gerade beschreibst und dieses, ja, es ist, ihr seid total auf so einem Draht, es ist ein Drahtseilakt, ein Sprung zwischen Leben und Tod, diese körperlichen Signale, die du da schon spürst oder die Ärzte schon gesehen haben, das ist verdammt gefährlich und ich er weiß aber genau auch, wie verzwickt deine Situation ist. Das ist echt schwer. Weil ich weiß halt, wie das so für Hinterbliebene ist. Und vielleicht hilft dir das oder vielleicht hilft dir die Power, wenn du an Kinderkriegen denkst. Auf jeden Fall. Also es gibt Dinge, die mir eine Motivation geben. Und wo ich auch sage, eben dafür möchte ich eigentlich mein Leben ändern und dafür möchte ich auch aus dieser Sucht rauskommen. Aber es ist nun mal ein langer, langer, langer Prozess. Okay. Man braucht viel, viel, viel Geduld. Manche kommen raus, viele kommen raus, aber eine von 10 stirbt daran und kommt nicht raus. Und da muss man sich einfach... Man muss sich einfach dessen bewusst sein, wie gefährlich die Krankheit ist. Du musst ja auch irgendwie, wenn du schon nichts isst, musst du ja auch trinken zum Beispiel. Bei mir hat sich das so geäußert, ich habe nichts mehr getrunken. Ich hatte sogar Angst, dass ich habe meinen Nieren nicht vertraut, dass sie ihren Job machen. Ich hatte Angst, dass Wasser sich auf mein Gewicht auswirkt. Ich habe mich nicht mehr getraut, mit Creme einzucremen, weil ich dachte, dass die Creme einzieht und quasi da irgendwie Fett kreiert, was da nicht hingehört. Ich hatte Angst vor der Zahncreme, dass wenn ich mir die Zähne putze, dass die irgendwie, ich habe mir immer versucht irgendwie, dass das auf keinen Fall irgendwie Zahncreme in meinen Hals kommt oder Wasser oder ich habe so Angst gehabt, so Panik gehabt, ich war so dehydriert, ich hatte nichts mehr gegessen, ich war einfach nur noch, ich war halb tot, ich bin so durch die Stadt gelaufen. Ne? Freunde, ganz kurz auch die Möglichkeit für euch nochmal, ihr könnt sehr gerne Fragen
an Melanie in die Kommentare schreiben, wenn es irgendwas gibt, was wir heute nicht fertig beantwortet haben oder ihr denkt, boah, das war voll spannend, aber rüber sind sie irgendwie hinweggegangen, dann schreibt Fragen unten rein. Vielleicht kann Melanie ein paar Sachen so schon beantworten oder wir müssen uns halt nochmal treffen und eine Fortsetzung drehen. Ich würde dich gerne jetzt nochmal fragen, wie war das in der Schulzeit so als Jugendliche? Wie haben Menschen auf dich reagiert? Sind dir vielleicht auch Situationen im Kopf geblieben? Es gibt ja eben diese zwei, wie soll ich sagen, Höhepunkte bei mir. Der eine, wo man halt gemerkt hat, damals in der Grundschule und weiterführenden Schule, so ja, eben, dass da was nicht stimmt, da war ich ja körperlich noch gesund. Da waren eben einfach so die Reaktionen so, bist du magersüchtig, warum isst du nix, so, tu doch nicht so, du bist ja schon voll dünn, so, chill mal, konzentrier dich mal auf andere Sachen und so. Und dann halt immer dieses, hat man das hintendurch erfahren. Und jetzt halt auf der Fachschule, wo ich war, da hat's dann schon Reaktionen gegeben, dass Leute sich dann an mich gewendet haben und gefragt haben, also Lehrer sowie auch Mitschüler gefragt haben, ey, kann man dir helfen oder geht's dir nicht gut oder ich merke irgendwie, du isst auch nichts mehr und hast keinen Hunger und solche Sachen. Wenn du jetzt ins Hier und Heute gehst, bist du heute noch in Behandlung? Also ja. Bist du irgendwo, hast du Ärzte an deiner Seite? Ja, also ich bin immer noch in ärztlicher Behandlung sowie auch psychologischer Behandlung. Ich, wie soll ich das sagen, ich kann das momentan so ein bisschen steuern, mehr als bis noch vor kurzem, einem halben Jahr, vom Jahr so, wo es so schlimm war. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, ich kämpfe da so ein bisschen mit mir, ne, weil manchmal denke ich mir schon so, heute Therapie, heute Arzt, nee, ich mag nicht und ich habe eh wieder Gewicht verloren und so. Und das ist dann immer wieder, muss man sich wieder Moralpredigten anhören, die natürlich gerechtfertigt sind von den Ärzten, die auch völlig legitim sind. Aber es ist so schwierig und es braucht so viel Energie jedes Mal. Und das ist das, womit ich momentan so ein bisschen hader, dass ich halt auf mich allein wieder gestellt bin, weil mein Studium jetzt auch wieder begonnen hat. Ich habe jetzt ein Jahr Pause gemacht für die Klinik und alles und es beginnt halt jetzt wieder. Und jetzt muss ich wieder klarkommen. Ja, wie mache ich das jetzt? Und wie kriege ich das hin? Und dass ich essen kann und dass ich aber auch wieder diese exzessive Bewegung habe und alles. Ich merke halt, ich rutsche wieder rein. Okay, das heißt, ja, du bist aktuell in einer sehr schwierigen und gefährlichen Phase. Ja, aber auch sehr, sehr richtig, das so zu benennen. Und du hast es auf dem Schirm, du weißt, was auf dem Spiel steht am Ende. Ja, und es gibt auch, weißt du, es gibt auch Momente, wo ich tatsächlich merke, okay, jetzt heute kann ich irgendwie versuchen, ein bisschen was gegen die Krankheit zu tun. Ich hatte zum Beispiel tatsächlich gestern eine Pizza. Ich habe mich gezwungen, jetzt gib dir mal einen Tritt in den Arsch und jetzt iss mal eine Pizza. Ich habe mich danach miserabel gefühlt, aber heute muss ich sagen, gut, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und solche Schritte möchte ich in Zukunft einfach mehr wagen und versuchen, gewisse Verhaltensmuster einfach irgendwie vielleicht wieder abzulegen oder abtrainieren zu können. Und eben dem Humprecht einfach mal sagen, jetzt lass mich mal. Ja, und je mehr du von diesen Momenten hast, glaube ich, desto besser wird's. Also das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber je eher du das auf dem Schirm hast, dass du merkst, okay, ich kann den manchmal auch verdrängen. Voll. Das ist das Wichtigste, weil der wird nicht verschwinden. Wahrscheinlich nicht mal dein ganzes Leben lang. Der wird immer irgendwo da sein, aber die Kontrolle über den zu gewinnen, das ist, glaube ich, das ist der Schlüssel am Ende. Melanie, du weißt, dass ich auch Josies Eltern kennengelernt habe. Und die beiden haben mir ihre Sicht der Dinge geschildert, wie sehr sie durch die Hölle gegangen sind an der Seite ihrer Tochter, weil sie halt nicht, sie konnten das nicht verhindern. Sie haben das kommen sehen und konnten aber nichts machen. Und das hat sie als Eltern auch innerlich zerrissen. Ich kann mir vorstellen, dass es deinen Eltern
ähnlich geht. Und es gibt neben Eltern auch Freunde, Geschwister, Familienangehörige. Und mich würde wirklich jetzt abschließend interessieren, was du Angehörigen da draußen, die gerade am selben Punkt sind, mit einer Tochter, Schwester, Freundin wie dir, was kannst du Angehörigen raten, wie sie jemandem wie dir helfen können? Also ich glaube auf jeden Fall aus meiner Erfahrung raus, dass das Wichtigste ist, wenn die Person sich dazu entscheidet, mit euch darüber zu sprechen, dass sie ihr zuhört und versucht, auch wenn es total schwer fällt, irgendwie auch nur etwas verstehen zu können, weil nachvollziehen ist nochmal was anderes, das nachfühlen können kann man nicht. Aber versucht die Person irgendwie zu verstehen und versucht vielleicht auch gewisse Verhaltensweisen, die die Person äußert, die sie stressen, wie jetzt zum Beispiel eben das Essen zu kommentieren, den Körper zu kommentieren oder diese Ansprüche wie du musst gesund werden, du musst dies und das tun, versucht das irgendwie zu unterlassen und der Person viel mehr den Druck wegzunehmen und ihr einfach diese Unterstützung zu geben, die sie braucht. Sie auf ihrem Weg zu unterstützen und zu sagen, hey, wenn du Hilfe brauchst, wir sind immer für dich da, du kannst immer mit uns sprechen, aber was du schlussendlich, wozu du dich schlussendlich entscheidest, das ist dir überlassen. Das, glaube ich, ist trotzdem das Allerwichtigste. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also ich wünsche dir ganz viel Kraft. Ich wünsche allen in dem Umfeld ganz, ganz viel Kraft, weil das ist einfach ein Krankheitsbild, was super komplex ist. Ich glaube, das ist heute auch klar geworden. Und ja, ich danke dir erstmal, Melanie, dass du den Weg hierher gemacht hast. Und danke. Das muss man auch dazu sagen, die Frau spricht eigentlich Schweizerdeutsch. Und das hat man heute, glaube ich, gar nicht gemerkt. Und dafür auch nochmal ein großes Kompliment hier am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du so ehrlich mit mir warst, mit uns warst. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, hier gibt es jetzt noch ein paar Videos von Funk. Könnt ihr euch eins von anschauen, wenn ihr wollt. Und Melanie, ich behalte dich auf jeden Fall im Blick. Und danke dir. Zur Verabschiedung dürfen wir noch winken. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war schön, danke dir vielmals. Ich danke dir. Sehr, sehr schön.